An diesem Schweizer Geldautomaten werde ich jetzt 6-mal Bargeld abheben, und zwar mit 6 verschiedenen Bankkarten unseres Webportals, um zu ermitteln, welche Karte ist die günstigste, um im Ausland Bargeld abzuheben, speziell hier in der Schweiz. Eins ist doch klar, bei jeder Karte werden 50 Franken rauskommen. Die Frage ist nur, wie viel Euro werden vom Konto abgebucht? Bei dem Konto, wo am wenigsten Euro abgebucht wird, das ist die günstigste Karte. Beginnen tue ich mit der DKB Visa-Karte. Sie wird in den Geldautomaten eingeführt. Die PIN wird eingegeben. Und ich werde 50 Franken abheben. Jetzt ist hier eine interessante Frage, das nenne ich auch das kleine Geheimnis, an dem viele Leute davor stehen und möglicherweise die falsche Taste drücken. Hier entscheidet sich, ob Sie 3% Aufschlag zahlen oder nicht. Und zwar drücken Sie immer Belastung in Schweizer Franken. Daran liegt es nämlich daran, dass die Hausbank die Abrechnung macht. Mehr dazu unter dem Videoclip. Und Beleg, ja, Beleg nehmen wir auch. Jetzt die Comdirect Visa Card. Ebenfalls wird die PIN eingegeben. Jetzt folgt die Mastercard vom Online-Girokonto. Übrigens eine schöne Motivkarte. Die Mastercard von Number 26. So, jetzt kommt die Western Union Card.
ist teilweise bei unseren Lesern aus dem Ausland beliebt. So, und als letztes die Barclaycard. Die Barclaycard nur Visa, eine der weit verbreitetsten rein kostenlosen Kreditkarten. So, wir haben jetzt alle 6 Karten durchgetestet und immer mit der Auswahl Kontoabrechnung in Schweizer Franken, sodass die Hausbank, also die Bank von der Karte, die Abrechnung macht. Und das Ergebnis finden Sie bei uns auf dem Webportal übersichtlich in einer Tabelle aufgelistet, ergänzt um weitere Tipps. Und zum Ende sehen Sie dennoch die komplette Dokumentation mit allen Kontoauszügen. Wie Sie dorthin kommen? Geben Sie bei Ihnen im Computer ein www.deutscheskonto.org. Org schreibt sich ORG. Dann kommen Sie auf die Startseite und Sie finden hier rechts die Suche und dort geben Sie dann ein Bargeld abheben Schweiz und klicken dann auf den Suchbutton. Vielen Dank für das Anschauen dieses Clips.